Darüber haben wir uns gerade noch unterhalten. Ja? Wir waren ein Ex-Mannschaftskollegen von dir. Also. 1% Körperfett oder 44er Bizeps? Für mich jetzt wahrscheinlich. Ja. Hallo liebe 96-Fans, der Matze und ich, wir haben uns hier heute getroffen, um eine neue Folge zu drehen von dem Spiel Hand aufs Herz. Das Spiel geht folgendermaßen. Wir werden uns gegenseitig Fragen stellen aus drei verschiedenen Kategorien. Zudem werdet ihr euch jetzt sicherlich fragen, wofür ist dieses Herz? Das ist der Joker. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Frage nicht beantworten möchte, ziehe ich diesen Joker. Dann geht die Frage direkt zurück an den Matze und er muss sie beantworten. Ich hätte es nicht besser erklären können. Danke. Ein Traum. Alles von Günther ja auch gelernt. Wir sollen anfangen. Schnicken. Schnick, 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 schnick. Ich fange mal. Alles klar. Entweder Online-Shopping oder Stadtbummel. Ah, da muss ich mich ganz klar für den Stadtbummel entscheiden. Ja. Ich gucke mir lieber. Das ist noch oldschool. Ja, ich gehe lieber in die Shops rein und gucke dann mal, passt die Hose oder passt das T-Shirt, gefällt mir das. Also da bin ich noch oldschool und klassisch. Kriegst du eine Frage von mal was ganz anderes? Wenn du der Kabinen-DJ bist, welches Lied legst du als erstes auf? Also nach dem Spiel auf jeden Fall ihrem Schlager Helene Fischer. Ehrlich? Ja. Echt? Klar. Auch generell so? Ja. Nicht nur nach dem Spiel, sondern einfach. Ab und zu auch mal. Helene Fischer? Helene welches Fischer. Lied? Ja, Atemlos. Spiele ich sogar am Sonntag. Logge ich ein? Dann, okay. Dann kommt es. Bin ich gespannt. Ach komm, kommt es auch nochmal entweder oder. Ha, einsame Insel oder Metropole? Ich glaube, ich würde mich... Ich weiß die Antwort eigentlich. Was würdest du sagen? Ja, Metropole. Ja, richtig. Wo warst du denn die letzten Jahre im Urlaub? Ja, ich würde mich eher für die Metropole entscheiden, weil ich eigentlich eher so ein Typ bin, wo ich sage, okay, wo kann man viel machen? Manchmal ist die einsame Insel vielleicht auch nicht schlecht, aber wie gesagt, wenn ich mich zwischen einem von den beiden entscheiden muss, entscheide ich mich lieber für die Metropole. Dann kriegst du eine Frage wieder von mal was ganz anderes. Welche DVD oder Videokassette, die du zu Hause hast, ist dir inzwischen eher peinlich? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York auf DVD aber habe, weil ich mir ja das, das ist mir nicht peinlich, genau. Das schaue ich mir jedes Jahr vor Weihnachten immer an. Ich weiß früher, also ganz früher, aber die habe ich nicht mehr zu Hause, hatte ich eine Sarah Connor, ja, ein Album. Okay. Ich glaube, das wäre mir mittlerweile peinlich, aber habe ich auch nicht mehr zu Hause. Ja. Ich mache mal weiter mit Social Media. Wie findet ihr das Instagram-Profil des anderen? Das ist sehr gepflegt, muss ich sagen. Bei dir kommen in regelmäßigen Abständen Informationen mit Bildern. Mit Bildern. Auf jeden Fall gut geführt. Gut. Dann freut mich. Dann kriegst du vielleicht auch ein Bromance in Social Media. Wie viele Profile hast du abonniert? Ich würde mal jetzt schätzen zwischen 200 bis 300. Vor kurzem hatte ich Kontakt mit Marcelo Diaz, mit dem ich beim HSV gespielt habe. Und der spielt jetzt mittlerweile in Argentinien und da hatten wir über Instagram Kontakt und haben geschrieben. Deswegen ist es auch immer nützlich gut, und auch schön, zur Vernetzung, Kontakte ja zu pflegen. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Nehmen wir mal entweder oder. Darüber haben wir uns gerade noch unterhalten. Ja? Wir waren Ex-Mannschaftskollegen von dir. Also. 1% Körperfett oder 44er Bizeps? Für mich jetzt wahrscheinlich, ja. Ja. Oder Fettabsaugung. Ich glaube, dann würde ich lieber den 44er Bizeps nehmen. Da kann ich halt immer den Leuten erklären, wo es lang geht, weißt du. Ja. Da sag ich so, und da geht's lang. Aber den hast du ja schon, oder? Wo ist die Toilette? Da, natürlich noch da. Deswegen würde ich mich wahrscheinlich dann dafür entscheiden. Dann müsste es aber mal öfters in den Kraftraum gehen. Ne? Ja, noch häufiger. Noch häufiger. Okay. Mache ich dann jetzt. Mal was ganz anderes. Oh, das ist eine coole Frage. Könntest du dir vorstellen, auszuwandern? Vielleicht ja auch berufsbedingt. Und wenn ja, wohin? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wäre sowohl jetzt in meiner Karriere, beziehungsweise nach meiner Karriere auch. Das wäre nach L.A. Ja? Ja. Findest du es schön da? Ja, für 2-3 Jahre könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Was findest du so schön daran? Alles, das Wetter, die Menschen, wie locker es da ja zugeht. Und Meer ist natürlich auch nicht so weit entfernt. Und stimmt. Deswegen wäre es schon ein Traum von mir, 2-3 Jahre dort zu leben. Immer ganz gut. Welche Extremsportart würdest du gerne mal machen? Hattest aber immer Respekt davor? Ich muss sagen, ich finde eigentlich echt richtig cool so surfen, aber ich mag halt echt keine Haie. Ne? Ja, aber brauchst du ja auch nicht. Ja, aber wenn man da, ich habe schon ein paar Mal gelesen, dass die Surfer einfach mal muss halt klein anfangen, irgendwo Mittelmeer, wo es auch mal ab und zu ein paar... Nein, so kniehohem Wasser wahrscheinlich. Ich war ja im Sommerurlaub auf Hawaii und da gab es einige Surfer, weil dort ja Surfen angesagt ist. Ja. Ich habe mich auch ins Meer getraut, obwohl ich auch Angst vor Haien habe. Ehrlich? Ja, deswegen. Das ist hier eine Entweder-Oder-Frage. Na gut, die Frage ist auch schnell beantwortet.
Gesundes Essen oder Junkfood? Gesundes Essen auch. Was? Was? Ehrlich, okay. Auch, ich glaube, nach dem Spiel, da gönne ich mir aber auch was, ne? Aber sonst eigentlich generell tendiere ich zum gesunden Essen und achte darauf. Kann ich aber auch jedem nur empfehlen. Ne, Corby? Danke. 2 oder 4 Räder? Gute Frage. Hast du überhaupt ein Fahrrad? Ich habe ein Fahrrad, aber ich habe auch ein Motorrad. Auf dem Motorrad habe ich dich noch nie gesehen. Nicht? Nee. Mache ich nur privat. Privat. Ganz privat. Ich benutze definitiv häufiger 4 Räder. Das Auto, von daher, ja, es führt die Antwort so aus, weil ich häufiger die 4 Räder benutze und auch gerne benutze, das Auto benutze, aber ab und zu auch mal die 2 Räder. Sehr gut. Ihr teilt euch im Trainingslager ein Zimmer. Wer schläft zuerst ein? Das bist du natürlich du. Nach der Tagesschau gehst du ins Bett. Deswegen würde ich mal ganz klar auf den Matze tippen. Nee, das ist schon der Matze. Ich gucke meistens noch ein bisschen Fernsehen und dann gehe ich dann auch schlafen. Genau. Stimme ich dir klare, zu. Klare, ein klares Ja. Klare Verteilung. Hand aufs Herz. Womit bringt dich dein Zimmerpartner zu Weißglut? Ich mag meinen Zimmerpartner. Der kann mich gar nicht zu Weißglut bringen. Ehrlich? Nee. Wenn ich schlafen gehe, machst du den Fernseher immer leiser, achtest darauf, dass ich meinen Schlaf bekomme. Hast dich auch noch nicht beklagt, dass ich so früh aufstehe. Also genau. Das tut nämlich meine Freundin immer zu Hause, die beklagt sich immer darüber, dass ich zu früh aufstehe. Du pennst einfach weiter. Hast damit keine Probleme. Nee, ich hör's gar nicht, muss ich sagen. Gute Antwort, danke. Entweder oder. Eis essen mit Hund oder Eis essen mit Freundin? Die Frage ist halt bei dir schnell beantwortet. Die wäre bei dir ja auch schnell beantwortet. Die wäre auch. Ich habe keinen Hund, du hast keine Freundin. Genau, deswegen ist das eine super Frage, muss ich sagen. Deswegen nehme ich das Eis mit dem Hund. Allerdings wäre für mich nicht viel übrig, weil der Hund schon alles auf ist. Wahrscheinlich heiß auf das Eis wäre, dass ich auch nicht viel vom Eis hätte. Welche Eigenschaft oder Skills hättest du gern von Corby bzw. Matze? Da ziehe ich meinen Joker. Ehrlich? Ja. Okay. Kannst du beantworten. Du bist natürlich echt immer extrem eifrig im Kraftraum unterwegs. Ja. Wo ich sage, das wäre nicht so schlecht, wo ich echt, ziehe ich auch echt den Hut vor. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, das auch so durchzuziehen, wo du sagst, hey, das schaffst du echt nahezu jeden Tag. Chapeau. Komm, mal was ganz anderes. Welche Sprache würdest du gerne beherrschen und warum? Wahrscheinlich komplett beherrschen wäre wahrscheinlich so Spanisch. Ja, ich glaube, das ist eine Sprache, die generell auf der Welt sehr häufig gesprochen wird. Spanisch finde ich auch, klingt eigentlich auch ganz cool. Deswegen würde ich mich einfach mal für Spanisch entscheiden. Dann kriegst du die allerletzte Frage. Wer wird Millionär oder Spielerduell? Spielerduell. Spielerduell, hat dir das Spaß gemacht? Ja. Ja? Ja. Das war cool, ne? Ja. Gut, das war eine klare Antwort. Ja. Demzufolge haben wir alle Fragen beantwortet. Wir sind komplett durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne, ich fand, es hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und du warst ein sehr guter Moderator. Danke, ich habe mein Herz behalten. Du hast dein Herz, ja. Ich habe mein Herz behalten. Das kannst du noch an irgendeine Frau verschenken heute. Ja. Wie gesagt, ich habe ja nur einen Hund, von daher. Deswegen, nimm's mit. Kriegt und so lange der Hund. Ja, okay. Bis dann. Ciao, ciao.